Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Freunde in der Not anzunehmen bei Hochlord Bolvar Fortwegen in Cordia an dieser Position. Vorquest war Geheimnis und Erkenntnis. Ich habe ziemlich lange überlegt, wie ich euch diese Quest zeigen soll, denn sobald man sie annimmt, muss man für diese Quest drei andere Quests abschließen. Ich zeige euch, wo man diese anderen Quests annehmen muss. Werdet dann zwei Quests erledigen. Die dritte Quest werde ich anfangen und kurz vor dem Erledigen werde ich mich wieder bei euch melden. Heißt also, nachdem ich die Quests angenommen habe, werde ich eine kurze Unterbrechung machen. Werde Quest 1 und 2 erledigen. Fange Quest 3 an und kurz bevor sie abgeschlossen ist, melde ich mich bei euch, damit ihr seht, wie es weitergeht. Natürlich findet ihr auf YouTube auch diese drei Quests als einzelne Videos zu finden. Logisch. Ich weiß nicht, ob es immer dieselben Quests sind, die man annimmt. Könnte sein, dass es Zufall ist, welche Quests Mechanikos, Geldas und der andere NPC haben. In diesem Fall muss ich Verwundete der Pakte heilen, verschlungene Anima finden und Beobachtungsdaten sammeln. Okay. Wie gesagt, es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung. Nicht wegschalten. Ich melde mich, sobald die letzte Quest kurz vor der Erledigung ist. Bis gleich. Ich bin bei der letzten Quest angekommen und auch schon ziemlich weit vorangeschritten. Wie gesagt, von jeder einzelnen Quest, selbst wenn es andere sind, sollten es Videos geben von YouTube auf mir. Ich bemühe mich, das hinzubekommen. Und jetzt sind alle drei Quests abzugeben, Freunde in der Not aber noch nicht. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt geht es zurück nach der Zuflucht. Ich glaube, es ist die Zuflucht. Irgendwas mit Zuflucht. Ich glaube, Zuflucht der Hüter kann das sein. Ach, es steht ja da. Naja, wisst Bescheid, wer lesen kann und so. Vorteil. Laufe ich korrekt? Ich laufe korrekt. Sehr schön. Ich habe es übrigens auch geschafft, auf YouTube die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Falls ihr auch nur ein bisschen Interesse habt, einfach draufklicken. Da gibt es auch ein Infovideo, warum, wieso, weshalb. Sollte es euch nicht interessieren, bitte beachtet es nicht. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Nur so als Info. Nun befinde ich mich hier auf einem Weg. Ah, da muss ich da lang. Ah, ich hätte abkürzen können. Na gut, ich nehme die Quest auf dem Patch-Server auf. Bin auch ziemlich neu. Okay, ich habe diese Quest schon 3 oder 4 Mal gemacht, aber ja, Gedächtnis und so. Das Alter macht auch vor mir keinen Halt. Aber jetzt sollten wir gleich ankommen. In der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu meiner Facebook-Seite. Auf der Seite poste ich des Öfteren, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft sie auch liken, abonnieren, was auch immer auf Facebook geht. Sie dient aber nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, also nichts Großes erwarten. So, bei Keltas gebe ich gleich die Quest ab. Keltas ist abgehakt. Dann bei Mechanikos. Und Quest abgehakt. Dann laufe ich zu Thanasi hoch. Dann sollte auch dieser abgehakt sein und die Quest bereit zur Abgabe sein. Wenn ich keinen Bug habe. Und zack. Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Hat doch ziemlich gut geklappt. Quest ist abzugeben bei Hochlord Bolvar Fortwegen in Cordia an dieser Position.
Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal, nicht vergessen. Ich freue mich voll, euch da mal zu entdecken. Eizocke, Ende.